Ganz zu Recht, liebe Schwestern und Brüder, hält der heilige Augustinus in seiner Auslegung, die er sehr früh nach seiner Priesterweihe zur Bergpredigt vorgenommen hat, hält an dieser Stelle inne. Er macht so etwas wie eine innere Pause und denkt darüber nach, über diese größere Gerechtigkeit, die wir haben sollen, als Nachfolgende Jesu, als seine Kirche, dass es ja eigentlich schon eine Leistung ist, den Nächsten zu lieben. Es hinzubekommen, dass wir die lieben, die uns lieben. Wer da ehrlich ist, kann da schon eine lange Rechnung aufmachen. Denn gelingt uns wenigstens das? Oder sind wir nicht wieder an diesem Punkt, an dem wir diese Woche schon einmal waren? Oder in den letzten Tagen, als wir die Bergpredigt nachdachten, dass wir so auf dem Niveau eines unterdurchschnittlichen Pharisäers sind. Jesus geht wesentlich weiter. Aber muss uns das nicht unruhig machen, wenn wir noch nicht einmal die lieben, die uns lieben? Also die Kategorie ist Zöllner und Heide für Jesus. Ich glaube, Jesus gibt in seinem Wort uns auch einen großen Trost mit auf den Weg. Er weiß natürlich um unser Herz, um unsere Schwächen, um unsere Lahmheit, auch um unsere Faulheit in diesen Dingen. Was wissen wir nicht alles aufzuzählen, was der oder die mir schon angetan hat? Da vergessen wir nichts. Wir sind ganz penibel in diesen Dingen. Da sind wir genau wie sonst nirgendwo. Was habe ich schon alles mitgemacht mit dem oder der? Und was hat die schon alles gesagt? Und jetzt wieder auf der Straße oder im Geschäft oder sonst irgendwo. Unglaubliche Dinge. Und die Hälfte davon ist sicher eingebildet. Und lass es so sein, dass die andere Hälfte stimmt. Das merken wir uns ganz genau. Wenn wir zum Beispiel diese Energie verwenden würden, aus Verzeihen oder auf den Trost, den uns Jesus gibt, erhält es uns hin sozusagen wie einen Strohhalm hier im Text. Aber es ist viel mehr als ein Strohhalm. Es ist eine Basis, die trägt. Er spricht vom Beten. Das Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Das Gebet verändert. Zuvorderst uns selbst, wenn wir uns mit dem, was uns widerfährt, Gott überlassen. Wenn wir auch die Nächsten, die wir manchmal gar nicht lieben können, manchmal auch nicht lieben wollen, Gott überlassen. Bis hin zu den Gegnern und den Feinden. Sie ins Gebet nehmen, wie wir das im Deutschen sagen, aber nicht als Ermahnung. Manchmal sind auch noch so gut gemeinte Versöhnungsarien ganz fehl am Platz, weil sie über das Menschliche hinweggehen. Aber das Gebet geht nie über das Menschliche hinweg. Schauen wir in die Psalmen hinein. Es gibt nicht eine einzige Gefühlsregung, die diesen Psalmen, diesen Gebeten in der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes fremd wäre. Bis hin zur Wut. Bis hin, dass man Gott bittet, Rache zu nehmen. Aber es ist eben die Sache Gottes, nicht unsere. Das ist ein unglaublicher Klärungsprozess, der hier stattfindet. Wenn wir uns dem Gebet hingeben, genau in diesen Situationen. Gebet ist nicht nur etwas für fromme Stunden. Gebet ist da vor allen Dingen vonnöten, wenn das Leben angefochten ist. Wenn wir mal wieder ein merkwürdiges Erlebnis hatten mit der betreffenden Person, mit der wir immer merkwürdige Erlebnisse haben. Oder wenn wir im Internet oder in der Zeitung wieder etwas über bestimmte Personengruppen lesen, die uns ohnehin nur aufregen, wenn wir nur den Namen schon hören. Ja, Aufregung ist da fehl am Platz. Gebet gehört dahin. Das wird die Welt verändern.
Es wird die Wirklichkeit verändern. Es wird die Menschen verändern. Es wird uns verändern. Und jedes Gebet, das wir sprechen, ob für die Nächsten oder für die Feinde oder in unserer eigenen Unzulänglichkeit uns im Gebet Gott ausliefern, es ist immer ein Schritt hin zur Vollkommenheit des himmlischen Vaters.